So, also nochmal. Jetzt, wenn wir hier mal die Pferde füttern, irgendwie also hier mich erstmal an mein neues Equipment gewöhnen. Das kann heute ein bisschen ruckelig werden. Aber zumindest. Also jetzt erstmal das, was ich von Ihnen möchte. Sie. Da können Sie raus, man will schon sehen. Da ist eine. Hier haben Sie hier draußen nochmal die Möglichkeit, sich in Röhren zu verstecken. Hier ist auch noch eine. Hier sind auch noch ein paar. Jupp, da ist genug. Da haben Sie ein leeres. Alles gut? So, die kriegen jetzt erstmal hier ihr Kraftfutter. So, alles was verwackelt ist, wird gleich rausgeschnitten. Emil. Ja, ha? Süßi, alles gut? Gibt jetzt was, ne? Ja, leider ist es wieder typisches Ostfriesenwetter, sprich wir haben heute immer mal wieder ein bisschen Regen gehabt und dementsprechend sieht das dann hier auch schon wieder aus. Schon wieder ein paar Pfützen, aber es ist längst noch nicht so schlimm wie sonst. Und da hinten seht ihr das Gelbe, da ist Stroh, das hatte ich dafür die Pferde hingetan, weil mein Haus- und Hoflieferant ein Problem mit seinem Traktor hat, weil normalerweise füttere ich immer nur Rundballen. Und das Stroh habe ich jetzt mehr so als Lückenfüller bzw. als Einstreu hier für die Ziegen liegen. Und hier habe ich noch einen Ballen, einen Hochdruckballen Heu geholt heute. Ja, der kostet schlappe 5,50 Euro. Auch Ursache ist die letzte Dürreperiode. Da gab es eben nicht so viel, aber es ist von der Konsistenz und so richtig tolles Heu. Aber 5,50 Euro, ich weiß nicht. So, und das gibt es eben jetzt hier drin im Stall in die Heuraufe. Und das muss jetzt erstmal reichen. Mein Heulieferant kommt dann nachher. Und bringt mir dann wieder einen Rundballen. Dann habe ich wieder für 5 bis 7 Tage genug für Ziegen und für Pferde. Ja. Dann gucken wir mal. Hier noch ein bisschen Stroh einstreuen. Da kann man auch noch ein bisschen, können Sie dann noch ein bisschen dran rumknabbern. Das geht dann auch. Hier haben wir Sven, hier haben wir Paul. Ja, auch immer größer und anspruchsvoller. Hier kann man noch mal sehen unseren Emil. Er hat also beide Augen blau, ist also blind
und braucht alles ein bisschen mehr Arbeit im Moment, den wieder immer auf die Weide zu bringen und zu sehen, dass er genug zu fressen hat. So, hier kommt jetzt auch noch mal von außen was rein. So, dann gibt es jetzt noch ein bisschen Kaffee, das ist das, worauf Daniel wartet hier. Muss noch einmal hier. Dann hier so Ziegenfelle, das kann man jetzt nicht sehen. Aber Emil, was genau was jetzt kommt. So. Schon, sind alle hier drin.